Podcast. Yo, was geht, meine lieben Pokesisters und Pokebros? Und ja, der Pokebro Lost, aka Mr. Crazy Sets. Ja, heißt euch recht herzlich willkommen zum Achtelfinal-Pokalkampf gegen mich, Panther, und sein Team Borussia Loris. Ja, ich blende eben das Team ein. Und ja, oben sehen wir Katapultra, Miro Match, ne? Dann Necrozma, Primarene, auch Miro, Mosquito, Panzer Aeron, Fuegro, Chanera wieder. Nidoqueen, Bronzong, Sneebel, auch quasi wie vorhin im Kampf gegen Flag, Magneton und Corazon. Ja, ich habe mich wie folgt darauf vorbereitet. Habt ihr ja schon gesehen. Hier, so crazy. Vesper ist dabei mit dem Toxic Orb. Dann, ja, so crazy 2. Despota mit den Überresten. Dann Cobalium mit dem Beulenhelm. Bisbark mit dem Leben Orb. Dann Lavados mit der Schutzbrille. Offensiv gehalten. Und dann noch Voltriant mit dem Fehlschlagschutz. Und ja, ich will den guten Dude jetzt nicht länger warten lassen. Holy shit. Gerade fast vergessen, die Aufnahme zu... So. Was macht denn ein Incineroar? Ey, Mann. Knockoff macht mit könnt mich killen. Ich gehe lieber raus. Das sieht mir aus. Top. Perfekt. Redlichkeit. Das sieht aus, als hätte die Assault Vest dabei. Er hat hier kein... Ja, wir gehen auf die Sancto-Klinge. So, Fuegro weg. Ich denke mal, der hat die Antibodenbeere. Maybe. Ich denke mal, er ist hier. Nidoqueen. Er muss gescarft sein. Er muss gescarft sein. Safe. Und was, wenn ich jetzt einfach drin bleibe? Na, kann ich nicht. Ich treffe ihn nicht. Ah, nee, das ist auch nicht so geil. Ja, egal, dann nehme ich halt die... Halt die Tox... geht er hier auf Flammenwurf? Nee, auf Erdbeben.
Das ist perfekt, perfekt. Er ist Scarf, Scarf, Scarf. So. Wir gehen hier einfach auf Trickbetrug. Tiefschlag. Ist fehlgeschlagen. Er Offensivweste. Offensivweste, okay. Wir sind schneller. Tiefschlag sollte uns nicht killen. So. Tatsächlich, wenn Vesprit jetzt down gehen sollte, dann Nidoqueen. Offensiv. Sag mal, ist Adamant. Beulenhelm. Okay, ich gehe jetzt auf U-Turn. Ich brauche den Knockoff. Ich brauche noch den Knockoff. So, ich gehe jetzt auf Circuitry. Circuitry. Okay. Ja, perfekt, nehme ich auch. Optimal. Ist er schneller? Body Press. Denke ich. Er hat Speed Investment. Okay, er hat Speed Investment. Er hat Speed Investment. Lass ich ihn hier sterben. Ja. Auflockern. Okay. Body Press sollte uns jetzt auf jeden Fall killen. So. Auflockern. Er hat den Beulenhelm. Das natürlich jetzt Crank. Cranky Dengy.
Oh, come on, Toxin. Mies, mies, mies. Drücke Hypnose. Natürlich treffe ich jetzt, wenn... Oh. So. Er hat auf jeden Fall nicht die Boots. Gehen hier auf Brandsand. Natürlich hat er den Steinhagel. Natürlich hat er den Steinhagel drauf. Ach, come on, ey. Ich glaube, ich bin noch nicht mal schneller. Ah, oh, das macht so viel Schaden. Ja, er muss jetzt raus. Ah, wie lange spielen wir denn? Mann, ey, das ist doch... Shit, ist das doch. Ja, ist Game over. Ist Game over. Oh, fucking Raw, ey. Natürlich spielt der. Natürlich spielt er. Natürlich spielt der Dingens, ne?
Jetzt kommt Dingens rein, Panzer Eron. Natürlich. Da war mit dem Gifthieb. Eigentlich denke ich nicht. Da! So, wie lange haben wir denn noch? Er wird schneller sein. Stoutland. Mann, warum habe ich das nicht predicted? Gegen Skarmony. Ich bin auf 108. Er ist bei 20%.
Yes! Er ist Bandit. Er ist Bandit. Er ist Bandit. Sorry, ich muss das jetzt nachkalken. Last Resort. Entweder kill ich ihn jetzt oder nicht. Yes! Holy crap. Holy crap. Takes it. Oh. Hä? Alter, beide poisoned. Und ich bin nicht schneller. Ja, Leute, sorry. Ich war gerade schon wieder komplett vertieft. Ja, 2-1. Ja, Timer, er wäre safe durchgegangen. Gebe ich es gerne zu. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte einmal predicten müssen. Ich hätte Kobalion behalten müssen. Allein, weil es einfach schnell ist. Ja, mit den Steinhagel auf Nidoqueen habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Aber naja, ist halt so. 2-1 gewonnen. Viertelfinale. Mal schauen, wer unser Gegner wird. Und ja, das war's mit Mr. Crazy Sets Teil 2. Ich verabschiede mich. Haut rein, bleibt gesund und ciao.